Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer weiteren Folge der Doppelwoche. Heute zusammen mit dem MC Expert. Richtig gute Laune. Geht's dir gut? Ja, doch. Mir geht's gut. Das freut mich. Ja, mir geht's auch ganz klasse. Und hast du schon mal Lucky Race gespielt? Schon mal, ja. Geil, aber geil, geil. Nicht gerade oft. Nicht gerade oft. Ich dachte schon. Wie bitte? Aber ich bin beim ersten Checkpoint. Das ist schon mal gar nicht so übel. Da bin ich jetzt auch. Und ja, ist es immer noch nach wie vor so, Leute, dass man am Ende im Finale, das stört mich immer, das habe ich ja schon, glaube ich, immer angesprochen, dass man im Finale irgendwie 5 Leben hat. Und deswegen zieht sich das Finale ohne Ende. Muss ich mal gucken, ob ich das diese Folge ein ganz kleines bisschen schneide. Das Jump'n'Run, oh, ist natürlich ein bisschen easy ausgelegt hier. Das gefreut mich natürlich. Man wird hier immer noch beglückt mit allen möglichen Glücksmomenten, weil man einfach die ganze Zeit irgendwie Lucky Blöcke bekommt. Und das Jump'n'Run. Sind das vorgefertigte Maps oder auch Module? Alter, das sind das kann ich ja nicht sagen. Also man hat ja die Checkpoints und dann startet man ab dem Checkpoint wieder, ne? Wo unterscheidet sich denn eine vorgefertigte Map von einem Modul? Nee, weil das sieht ja alles eben nach Super Mario aus, ne? Das sieht jetzt nach Super Mario aus. Diese Map heißt Super Mario, genau. Und das heißt, ach so, die Module hängen schon miteinander irgendwie zusammen, also optisch und so, vom Thema her. Glaube ich. Aber ich krieg diesen Sprung nicht hin, ich raff's nicht, Leute. Ich wette, ich muss da Anlauf nehmen. Ich Was bereite kann ich mich mit jetzt Mobs vor. Machen, wenn die spawnen? Wie bitte? Was kann ich denn mit Mobs machen, wenn die spawnen? Töten, ne? Achso. Ich glaube, die könnten was droppen. Ja. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Und hier unten ist der nächste Lucky Block. Achso, ich hab Villager hier. Ja, mit denen kannst du auch handeln, ne? Die geben dir manchmal irgendwie so Emeralds oder so, dann kannst du mit denen handeln. Bislang hatte ich aber noch nie was Sinnvolles irgendwie dabei. Ja, auch nicht. Kannst du dir ein paar Schneebälle holen. Ne, nicht mal das, glaube ich. So, zack. Wir werden wieder gesagt hier mit Glücksgefühlen. Ah, ich sehe dich da hinten. Kannst du mich auch sehen? Hallo. Bist du das da? Ja. Ja. Oh, du bist gar nicht so krass viel weiter. Da muss ich jetzt aber mal richtig Gas geben. Duell mit MC Expert und ein paar Schafen. Du hast Schaf bekommen? Schafe habe ich bekommen. Ja, die bringen aber gar nichts, oder? Nö. Wobei, das sind Lucky Sheeps. Vielleicht hätte ich die doch mal töten sollen. Nein! Okay, Leitersprünge brauche ich eh gar nicht mehr irgendwie mit anfangen. Aber Lucky Sheeps mal töten und kommt was bei rum? Nee, zum Glück nicht. Sonst hätten sich die Leute auch schon beschwert, dass ich die nie getötet habe. Braustände bringen auch gar nichts, oder? Einfach die Sachen rausnehmen. Ja, da sind halt Tränke drin, ne? Mhm. Mehr glaube ich nicht. Und am Ende, also das ist ja gerade eine Team-Variante, das heißt, am Ende können wir zusammen kämpfen, können uns aber gegenseitig Schaden machen. Viele haben sich da schon gewundert. Letztes Mal habe ich mit Veni aufgenommen. Den habe ich sogar gekillt. Den habe ich sogar echt einmal gekillt, weil ich die ganze Zeit Teamschaden gemacht habe. Ich dachte immer, wenn wir in einer Party sind, machen wir keinen Teamschaden. Aber das war falsch. Und da ist natürlich dem ein oder anderen schlauen, bewussten Zuschauer aufgefallen, dass ich dem Veni, Alter, dass ich dem Veni da ordentlich einen weggeballert habe. Alter! Jetzt ist bei mir übelst der Wurm drin. Während ich gerade noch davon so groß getönt habe, ich mache jetzt irgendwie ein Battle, komme ich diese Leitern einfach nicht hoch. Alter, ich kann irgendwie diesen Leitersprung nicht mehr. Schafe bringen nichts, ne? Nee. Oh. Ey, das geht so. Kann man die scheren. Oder hätte man die scheren können. Hast du denn eine Schere? Nee. Hä, was soll denn dann bei rauskommen? Lucky Wolle oder was? Zum Beispiel. Was macht man mit Lucky Wolle? So im echten Leben? Zum Beispiel. Ja. Man muss das ja immer alles aus dem echten Leben projizieren. Anziehen, zum Beispiel. Lucky Wolle anziehen. Das ist der neue Trend. Früher war es Leder, jetzt ist Lucky Wolle. Lucky Wolle, die ist im Kommen, ne? Bald in jedem Karl Lagerfeld Store. Lucky Wolle, Leute. Macht euch auf was gefasst. Alter, ohne Witz. Ich werde jetzt einfach nicht mehr shiften. Ich werde jetzt diese Leiter einfach so hochspringen, weil ich das einfach besser kann. Fast zumindest. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist echt die erste Map, die ich nicht auf die Reihe bekomme bei Lucky Race. Oh. Oh. Jetzt bin ich oben drauf. Ach du Scheiße, ich muss ja immer noch weiter. Oh Gott, Konzentration. Ja. Als ob schon einer ein Ziel ist. Wir können uns die Sachen gleich austauschen, wenn wir im Finale sind. Mhm. Und wir können uns jetzt schon mal ausrüsten. Ich habe gar nicht so Kacksachen eigentlich. Ich habe sogar zwei Dia-Teile, ich habe nur keine Hose. Okay, ist doch kacke. Und ich habe richtig wenig Potions. Ich sehe dich. Wenn wir uns finden. Okay, hier. Hose und sonst nichts? Nee, sonst habe ich eigentlich alles. Außer halt, wenn du noch einen guten Helm hast. Eisen.
Ja, doch. Ja, der Eisen ist gut. Eisen ist in meinen Augen gut. Perfekt. Hä, gar hast nicht so übel. Habe ich noch einen habe? Halten? Nur ja. Kette. Nee. Bringt ja gar nichts eigentlich, ne? Ja, wäre, glaube ich. Nee, ist genauso gut wie Gold, aber ich habe noch. Okay, da kommt direkt einer. Boah, Alter, was ist das denn? Ist das ein Dreier-Team oder was? Alter, wie viele sind das denn? Oh, einer ist tot. Okay, noch einer ist tot. Ich gehe auf den anderen gerade mal. Okay, der ist auch down. Hinter dir ist noch einer. Fuck, ich werde von allen Seiten gerade. Ja. Bist du down? Ja. Oh Gott, ich bin auch gleich down. Sollen, aber oh Gott, ich muss weg. Okay, ich bin auch down. Wie bitte? Ich habe echt viel Heilungspotions. Ja, ja, ich habe irgendwie, weil ich so übelst schlecht im Jump and Run, habe ich gar keine mehr bekommen. Aber. Oh. Aber nichts, ich bin tot. Aber ich komm zu dir, ich sehe dich. Alter, wird geleckt. Alter, auf wen soll man denn hier drauf gehen? Ohne Witz. Hä? Ich werde übelst weggefokust. Ja, schon wieder down, okay. Jetzt hab ich dich getötet. Nice, siehst du, genau das meine ich. Hey, was ist denn das auch für eine Map? Alle hängen auf einem Klumpen. Ja. Ist die so klein? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, aber irgendwie spawnen alle unten. Ah, da bist du, ne? Du hast mich gerade gesehen. Nee. Ich war direkt neben dir. Ja, jetzt. Ja, okay. Okay. Was kann denn die Lucky Potion, weißt du das? Die ist gut, die ist gut. Was die kann, keine Ahnung, aber gut ist sie. Ich glaube, du machst mehr Damage. Das kam ja eben zumindest so vor. Und kann sein, dass du ein bisschen Regeneration oder sowas, aber ich habe echt keinen Plan. Oh Gott, jetzt kommen auch wieder alle, ja? Alter, da passiert. Achso. Der eine ist noch down. Wenn jemand stirbt, dann entsteht so ein komischer Block. Ja. Der leckt ein bisschen hier. Ach komm, den krieg ich. Ich kann es spüren, den kriegen wir. Nice. Hui. Ey, warum kriegt man eigentlich immer Emeralds? Was will man damit? Ich habe keine Ahnung. Oh, handeln vielleicht. Ja. Ach nee, die bekommen einfach, weil die anderen die droppen, ne? Ja, ja, aber wieso bekommt man die überhaupt? Nur wegen Handeln wird irgendwie Villagern die eh nichts geben. Oh. Oh, nicht, dass ich dich jetzt hitte. Ja, vielleicht habe ich dich auch gehittet. Oh, der ist wieder down. Und du hast noch Potions, ne? Ich bekomme irgendwie gar nichts, aber ich habe die ganze Zeit irgendwie. Nee, die hatte ich noch von Anfang an. Okay. Damit bekommt man extra Herzen. Mit der Lucky Potion. Ah, okay, das ist auch nice. Ja, okay. Achso, aber nur ganz kurz. Das ist ja doof. Ja, ja, es leben noch voll viele. Du siehst ja rechts die Anzeige, da sind noch einige, die haben noch 6 Leben irgendwie. Also man hat noch mehr als 5 Leben, glaube ich. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Ich raff das auch nicht so ganz, diese Anzeige. Und wir sind da echt eher so im mittleren. Hinter mir. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nicht bei dir. Ja, ich sehe dich. Hier kannst du jetzt Zeug holen. Theoretisch. Die saufen alle irgendwas. Kill ihn! Jawohl! Nice. Und das direkt die. Alter, wie viele, ohne Witz! Ach, ja, was ist das für ein Massaker? Wir kriegen nicht mal unser Zeug. Wir kriegen nicht mal unser Zeug auf den Boden, weil einfach 20 Leute drumrum stehen. Die Finale waren bis jetzt eigentlich mal recht geordnet, aber hier ist es einfach so übelst das Massaker, alle ballern und nochmal rein. Wie bitte? Der eine hat immer noch 6, dieser Bletix. Alter, der versteckt sich doch oder so. Wo bist du denn jetzt hier wieder? Ich muss dich erstmal wieder finden. Ah, oder sehen nur wir den Lucky Block? XD1. Nein, kann sein, dass nur wir den Lucky Block sehen. Die haben den immer noch nicht abgebaut. Oder die können das nicht oder so? Nee, also ich habe eben nämlich einen anderen gesehen, der einen abgebaut hat. Ah, jetzt wird der auch abgebaut gerade. Fuck. Oh. Egal, deswegen ist er jetzt vielleicht abgelenkt. Oh fuck, der will mich locker killen. Alter. Ja, bringt gar nichts. Ein Leben habe ich noch. Oh fuck. Oh fuck. Ich werde verfolgt. Wo bist du? Kann ich dir helfen? Ja, keine Ahnung. Ich bin gerade in irgendeiner Höhle. Oh nee. Oh Gott, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Diese Map ist ja auch irgendwie so unerklärbar. Ich laufe mitten durch eine Stadt gerade, wo so ein Brunnen ist. Durch die Hauptstadt, da? Ja, ja. Und jetzt ist hier so ein kleines Dorf mit so bunten Farben. Hä? Keine Ahnung, Mann. Ich sehe dich auch nirgendwo. Ich dachte, die wäre viel kleiner. Ich laufe so viel rum. Aber ich sehe dich nicht. Als ob.
Wo bin ich? Oh, hier ist Zeug. Ich hab Zeug, aber es bringt mir nichts. Ey, wenn ihr mir immer noch folgt, ne? Ohne Witz. Dann weiß ich es aber auch nicht. Ich muss dich doch einmal sehen. Bist du irgendwo, wo es braun ist? Ja, ich bin hier. Oh ja. Oh nein, oh, ich bin nice. Tot. Oh, oh nee. Nein. Ich drehe meine Pauschen. Ja, schnell. Ich bin auch gleich tot. Ich bin auch gleich tot. Jetzt kriege ich ihn. Oder ist da kommt noch ein. Oh, fuck, nein. Ich habe auch gar kein Leben mehr. Oh nee. Alter, was ein Struggle. Oh, ich sterbe jetzt. Ja, ganz tot. Echt? Zuschauer. Ja. Okay, warte. Ich geh das. Ich gehe jetzt nochmal auf den drauf. Ja, ja, ich habe auch noch fünf so viel. Leben noch. Aber ich geh jetzt nochmal auf den drauf. Ne? Für MC Expert. Der trifft dich gar nicht, oder? Hä? Der leckt. Hä, ist er jetzt down? Nein, der wurde nicht mehr von mir getötet. Hä, der lebt doch noch. Bei mir nicht mehr. Doch. Hä, ist der gebuggt? Ist der, dass der so geleckt hat? Hier? Ja, ja. Hä? Bei mir war der auf einmal ganz so anders. Okay, ich habe ihn gekillt, aber ich bin auch gleich tot. Und ich bin wieder tot. Aber ich habe noch ein einziges Leben, Leute. Damit werde ich natürlich jetzt das ganze Ding komplett rocken. Und zwar gehe ich. Ich mache einen Jump'n'Run. Ihr habt ja gerade schon gesehen, das kann ich richtig gut. Hierhin. Guck mal, die ersten beiden, die campen einfach irgendwo, oder? Ja, eben, ne? Das mache ich nämlich jetzt auch. So. Guck mal, wo die sind. Hier ist der Bletix. Nee, Bletix lebt nicht mehr. Bletix hat er noch 6, oder nicht? Chilicrafter lebt noch. Guck mal. Ah, nee, Chilicrafter kämpft sogar. Siehst du mich? Warte. Ich habe ein neues Zuhause gefunden, nämlich. Oh. Hier chill ich jetzt einfach. Aber okay. Ich glaube, das ist die richtige. Ich glaube, so werde ich das Ding noch holen. Der am Ende, am nächsten an der Border war, hat dann irgendwie gewonnen. Das ist einfach mein Style, Leute. Ich meine, was soll man denn machen? Ich chill jetzt hier rum. Bin einfach AFK. Wobei, in 2 Minuten 25 kommt erst die Border. Ich glaube, das wird echt ein bisschen langweilig hier oben. Okay. Tom schreibt unten rein, sorry für campen. warte, ich schreib's auch. Ja, sorry auch von mir. Aber muss, Bruder. Aber in einer Minute muss man an der Border sein und ich sehe einfach nur den Chilicraft da rumlaufen. Und er schreibt die ganze Zeit, okay, komm mit. Und keiner macht was. Ist ja auch dumm, da kannst du halt echt die ganze Zeit durchcampen. Hast du dann, ne? Ja, ist der Style, Leute, das ist der Spielmodus hier. Dann soll ich mich auf den Weg machen, jetzt so 20 Sekunden. Ja, pass vor allem auf, dass du keinen Schaden bekommst dabei. Kein Fallschaden? Ja. Ja. Und hier ist nur noch 10 Sekunden. Aber er sieht dich nicht. Ja, guck mal, der hat gerade auch gechillt im Haus. Jetzt chill ich hier. Da ist noch jemand. Hä, siehst du doch. Ich chill hier. Jetzt da 4 auf einmal. Nein! Wer hat gewonnen? Chilicrafter, also der auch die ganze Zeit so viel Leben hatte. Ah, Leute, knappes Ding. Nur mit Skill kommt man hier zum Erfolg. Das hat sich hier nochmal bewiesen, würde ich sagen, bei dieser Runde Lucky Race. Leute, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Ich glaube, das ist die erste geschnittene Folge. Einfach so, weil ich einfach mal das austesten wollte, ob man es tatsächlich probieren kann, einfach mal zu campen. Und ich war richtig lange zum Schluss noch in der Mitte. Hätte ich vielleicht doch noch ein ganz kleines bisschen später kommen sollen, dann wäre alles besser gewesen. Aber die Taktik hat sich anscheinend rumgesprochen. Da kamen auf einmal alle aus ihren Löchern raus, Leute. Checkt auf jeden Fall den MC Expert aus. Der ist natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Take this easy. Nehmt das Leben zu ernst. Macht's gut und tschüss.